Sie, vor kurzem kam mein Enkel nach Hause und hat mich gefragt, ob ich ihm bei einer Rechenaufgabe helfen könnte. Folgende Aufgabe: Zwei Züge starten in zwei verschiedenen Bahnhöfen. Der eine fährt mit 45 km/h, der andere mit 75 km/h. Wo treffen sich beide Züge in 10 Minuten? Ich sag, hoffentlich treffen sie sich nicht. Ja, sonst gibt's einen Zusammenstoß, weil eines der Gleise gerade gesperrt ist, wegen Bauarbeiten. Dann hat mein Enkel Angst bekommen und angefangen zu weinen. Und ich sage ihm, keine Sorge, die Bahn wird sowieso nicht pünktlich losfahren. Und mindestens einer der beiden Bahnhöfe wird gar nicht angefahren, weil der Zug so voll ist, dass er ohne zu halten einfach weiterfährt. Und außerdem habe ich zu meinem Enkel gesagt, sag deinem Lehrer, dass die Aufgabe unrealistisch ist, weil mindestens drei der beiden Züge bereits mit Verspätung losfahren. Und jetzt schon gar nicht mehr, weil dieser sächsische Gewerkschaftsfuzzi, dieser Lech Weselski, dieser Klaus Wałęsa, an Weihnachten seinen Streik auf die Schienen kleben möchte. Und wissen Sie auch, wie er darauf kommt? In einem Interview hat er gesagt, dass er Atheist ist. Und das wundert mich überhaupt nichts mehr. Wenn einem halt nichts mehr heilig ist, dann macht es diesem GDL-Weihnachtsmuffel auch nichts aus, wenn Familien wegen ihm an Weihnachten nicht zusammenkommen können. Also fahre ich halt jetzt an Weihnachten dieses Jahr auch nicht mit dem Zug. Das mache ich schon immer so. Aber zu Hause bleiben tue ich auch nicht. Das Heizöl ist so teuer, ich schalte die Heizung einfach aus. Wissen Sie, ich hatte gestern einen Reiseprospekt in meinem Briefkasten gefunden. Da waren Angebote drin. Da ist im Winter wegfahren jetzt billiger als zu Hause heizen. Da habe ich zu meiner Frau, der Karin, habe ich gesagt. Sag einmal, Karin, sollen wir nicht einmal gemeinsam Urlaub machen? Da hättest du mich den ganzen Tag für dich allein. Da sagt die Karin zu mir, keinesfalls. Bayern kann keinen Tag auf dich verzichten, aber ich schon. Gut, aber vielleicht kann ich ja noch überreden. Und dann fahre ich im Urlaub auf die Scheißellen. Oder auf die Salmonellen. Oder auf ein Kreuzfahrtschiff. Sie, die haben super Angebote für Senioren. Und eine ausgezeichnete medizinische Versorgung. So ein Kreuzfahrtschiff ist außerhalb der Ferienzeiten ein schwimmendes Sanatorium. Wenn Sie da auf hoher See im Speisesaal einen Herzanfall bekommen, dann spielt man Ihnen in 10 Minuten den Defibrilliermarsch. Ohne, dass Sie im Himmelreich einchecken müssen. Ja, das wird jetzt den Grünen nicht passen. Schauen Sie doch einmal ins Nachbarland. Da steht ja der grüne Winfried Kretschmann aus Württemberg. Der ist 75 Jahre alt. Hoffentlich ist das kein Vorbild für Markus Söder. Sonst bleibt uns der Söder noch bis 2042 erhalten. Es sind noch mal 20 Jahre. Ja, und die bayerische SPD, die wird es bis dahin nicht mehr geben. Die ist bis dahin Historie. Und die bayerische SPD ist in Bayern nur noch in Spurenelementen vorhanden, wie bei dieser Medizin mit dem Globus. Nein, dieser Globuli. Oder hört man jetzt Globanten? Egal. Insofern kann ich nur alle warnen, mich auf das alte Abstellgleis zu nageln, nur weil ich nicht mehr heiß bin. Auf das Eisen zu schmieden, weil ich nicht mehr... Ich nehme immer noch rege an der Politik teil und am Leben in Bayern. Gestern konnte ich wieder helfen, eine Notlage zu lindern. Ich fahre auf der Autobahn, vor mir ein LKW mit der Aufschrift Fahrer gesucht. Ich habe sofort bei der Spedition angerufen und gesagt, er sitzt vorne links. Auf Wiedersehen.